zum ersten Mal, worauf kommt es an? Was sind die Unterschiede zwischen Jedermann und Profirennen? Ja, ich glaube, der große Unterschied ist, dass beim Jedermann-Team jeder gegen jeden fährt und beim Profirennen die Mannschaften gegeneinander. Also das Pferd wird viel taktischer gefahren. Den Feldberg wird sehr kontrolliert hochgefahren. Ja, das Rennen ist 200 Kilometer lang, also die wissen alle, wie lang es geht und haben natürlich die Erfahrung und schauen sich die Kräfte einzuteilen. Ich glaube, ein Jedermann-Rennen ist einfach hier Attacke nach Attacke, ja, und jeder so schnell wie möglich den Feldberg hoch. Und dann am Ende rettet sich, wer kann. Und wer noch Glück hat, der kommt über den Mammolsheimer. Und am Ende fährt eben jeder für sich. Und beim Profirennen, es ist einfach so, dass wir, die Gruppe geht vor dem Feldberg, das weiß schon jeder. Und jeder, der in die Gruppe rein will, der gibt da Gas, bis die Gruppe steht. Und danach wird das Feld erstmal kontrolliert. Und gegen Ende wird das Rennen halt auch mal richtig schnell. Das ist doch schon mal ein wunderbarer Einblick. Gibt es irgendwelche wichtigen Gefahrenstellen, auf die du beim Rennen hinweisen willst, was dir am Herzen liegt, dass quasi auch jeder Mann sicher und heil im Ziel in Eschborn ankommt? Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich am Anfang im Rennen zu sortieren, ja, dass man sucht, gleich einen guten Zug zu erwischen, dass man den Gefahren ein bisschen aus dem Weg geht. Am Anfang hat jeder Power, jeder denkt, heute ist sein Tag, ja, das wird sich nach einer Stunde relativ schnell einstellen. Also das heißt, die erste Stunde muss man irgendwie überleben. Dann möglichst mit noch viel Power in den Beinen im Feldberg ankommen, das Ding sauber meistern und halt schauen, dass man hinten raus noch genug Körner hat, auch konzentriert das Rennen anzugehen. So Rennen werden meistens über die Konstanz entschieden, ja. Wer da meisten Kraftreserven hat, der fährt halt am sichersten, ja. Und ich denke, gefährlich wird es vor allem am Anfang, wenn es in die Stadt reingeht, wenn auch jeder vorne fahren will. Und hinten raus wird sich dann eher selektieren, man fährt in kleinen Gruppen, das was dann einfach überschaubarer ist. Jetzt, wo dieses Jahr zum ersten Mal Mammolsheim mit drin ist, ganz kurzer Satz dazu, was ist dein Tipp? Wie fährt man das Rennen quasi, wenn du auch als Jedermann vorne ankommen willst, da jetzt am Ende ja quasi die größte Hürde eingebaut wurde? Ja, also es ist wirklich so, dass hinten die Ente fett ist. Das Ding ist nochmal richtig schwer. Es sieht erstmal gar nicht so schwer aus, aber die Berne werden schwer sein und ja, die Kondition am Ende und vielleicht kommt schon der erste Hungerast. Und ja, man wird wahrscheinlich hochgepeitscht von den Zuschauern. Danach wird wahrscheinlich, denke ich mal, die Gruppe auch Richtung Ziel stehen. Das heißt, da muss man dabei sein, um danach noch dann eben ein bisschen Ziel runter zu peitschen. Du hast mir letztes Jahr den Startplatz bei der Nationalmannschaft mitbesorgt. Ja, hast mir die Möglichkeit gegeben, da beim Profirennen teilzunehmen. Erklär doch mal kurz den Leuten, wie so ein Profirennen abläuft. Alle Mannschaften, die einen starken Sprinter mit dabei haben oder einen Kapitän, mit dem sie am Ende ein Ergebnis einfahren wollen, sind natürlich interessiert, eine kleine Gruppe wegzulassen. Dann ist das Rennen erstmal neutralisiert oder erstmal kontrolliert und Die Mannschaften versuchen, die Gruppe auf Distanz zu halten. Und dann ja, kann es halt natürlich auch durchaus mal sein, dass die Gruppe bis auf 5, 6, vielleicht auch 10 Minuten weggelassen wird, je nachdem, was für eine Konstellation einfach sich in der Gruppe befindet. Und je näher man dann natürlich ins Finale kommt und das erste Mal über den Mammolsheimer, das zweite Mal und dann fängt es so langsam an, wirklich richtig weh zu tun und schnell zu werden. Und die letzten zweimal sind natürlich dann auch die Hölle. Da geht es halt wirklich richtig zur Sache und da muss man auf die Zähne beißen, dass man zum einen nicht die Gruppe vorne dann nicht mehr bekommt und zum anderen auch nicht den Anschluss einfach zur Spitze des Feldes nicht verliert. Ja, und am Ende hoffe ich natürlich persönlich immer, dass es in Frankfurt dann auf der Mainzer Landstraße zu einem Sprint kommt, wo wir dann ja, um den Sieg sprinten und vielleicht sogar die Trophäe mit nach Hause nehmen. Wenn ich jetzt ins Wettbüro gehen würde und auf die Gruppe wetten sollte, die vorne rausfährt, wie groß sind die Chancen, dass überhaupt so eine Gruppe ankommt? Und wer oder wer nicht darf in der Gruppe drin sein? Also wenn ein guter Sprinter mit drin ist, ist die Chance dann größer, dass die Gruppe eingeholt wird als ein guter Mann von euch? Oder wie sollte die Gruppe aufgebaut sein, damit sie überhaupt durchkommt? Boah, das ist sehr schwer zu sagen, dass Die richtigen Gruppen, die am Ende ankommen, die gehen dann auch oftmals im Finale dann erst. Das heißt, die Chance wirklich, dass die erste Gruppe, die am Start weg losgeht, dass die auch ins Ziel kommt, ist wirklich sehr gering. Ich würde das mit vielleicht 5% oder so jetzt mal beziffern. Aber ich denke, der größte Unterschied ist einfach, dass die Jedermänner
mehr oder weniger auch ein Zeitfahren fahren. Das heißt, die setzen sich im Vornherein eine gewünschte Zielzeit, die sie erreichen wollen. Und deswegen zählt jede Minute, jede Sekunde. Und bei uns zählt am Ende nur der Sieg. Wer als erstes die Ziellinie überfährt, der kriegt den Ruhm, den Erfolg und kann sich feiern lassen. Du Flo, eins würde mich mal interessieren. Währenddessen ich auf dem Rad sitze, mich abquäle mit 200 anderen Leuten um den Sieg kämpfe, was macht ihr eigentlich, wenn ihr die Ziellinie überquert habt? Was passiert dann? Go! Was passiert dann? Als allererstes trinken alle erstmal ein Bier. Das ist das Erste. In Edborn am Parkplatz ist dann ein ganz großes, also da gibt es wirklich Freibier für alle. Jeder ist froh, dass er im Ziel ist. Und dann löst sich das Ganze so gegen 14 Uhr auf und dann gehen sehr, sehr viele, was mich auch sehr freut, an die Ziellinie. Und da ist dann an der Alten Oper quasi ein Fancamp aufgebaut, da ist Live-Musik, da gibt es noch mehr Bier, was eine wichtige Rolle spielt danach, weil man sich selbst ja auch feiert, aber man muss auch die Profi-Radsportler feiern, da steht eine riesen Videoleinwand, dann sieht man da so die ersten Live-Bilder, wie er am Feldberg fährt und dann kommen immer mehr Leute, zwischendrin sind die Kinderrennen, die super sind, die ja auch dadurch eine große Aufmerksamkeit bekommen und dann kommt die erste Stadtdurchfahrt und spätestens dann ist natürlich da in der Stadt auch alles auf Krawall gebürstet und alle drücken die Daumen und hoffen, dass nichts schief geht, dass keiner stürzt und dass dann auch der Richtige als Erster über die Ziellinie hämmert. Wie ist es ein Druck und man wird sicherlich nervöser am Start stehen als bei manch anderem Rennen. Ist das für dich auch so ein Feeling von einem Heimrennen hier und lässt sich das die Nächte davor nicht so richtig schlafen oder hast du richtig Lampenfieber als wie bei einem anderen Rennen? Wie ist es jetzt für dich? Ich bin wie jedes Jahr super motiviert und versuche natürlich auch auf der Strecke auch zu trainieren, mir den letzten Schliff dann wirklich am Mammershainer zu holen, am steilen Anstieg auch mal wirklich anzutesten. Vor allen Dingen auch den letzten Tag davor noch mal kurz anschwitzen, um, wenn es zur Sache geht, wirklich bei 100% zu sein. Für mich persönlich ist es wichtig oder ist es ein schönes Gefühl, einfach so viele Freunde, Bekannte um mich rum zu haben. Man fühlt sich wohl und die Atmosphäre auf dem Siegerpodest, auf dem Opernplatz zu genießen, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl und ich werde alles daran setzen, hier wieder zu gewinnen.